Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Satisfactory mit Voucher. Und wieder Frau Alderle, schön, dass ihr da seid. Unser Ziel immer noch die Aluminiumbarren, aber wir erweitern heute unser Ziel, denn die sind ja nur ein Teil des Ganzen. Ich gebe es mal ganz kurz hier oben ein, Aluminium. Unser erstes Produkt, das wir herstellen wollen, sind diese Aluminiumplatten. Und dafür brauchen wir 30 Aluminium, 10 Kupfer für 30 Platten die Minute. Da müssen wir mal gucken, ob uns 30 erstmal reichen. Da müsste ich 30 Alu abzweigen oder 60. Wir brauchen auf jeden Fall eine Kupfernote. Die habe ich uns schon mal hier irgendwo rausnotiert. Mal gucken, ob ich sie nochmal wiederfinde. Das hier ist unsere Kupfernote. Ja, da müssen wir auf jeden Fall jetzt dann überlegen. Fahren wir die Aluminiumbarren, die wir brauchen, darüber und von hier aus dann Richtung Hauptstädte, oder bringe ich das Kupfer hier hoch? Und das weiß ich noch nicht genau, denn wir müssen ja auch noch die Quarzgeschichte machen. Und die Quarzgeschichte, die sollten wir jetzt als erstes erledigen. Das heißt, wir kommen hier rein und hier rein, dann werden wir hier irgendwo reinkommen. Unser Ziel wird es wohl sein, dass wir das Quarz hier anbringen, Leute. Ich habe jetzt mal im Moment noch keine Materialien geholt vorne. Das heißt, es kann unter Umständen sein, dass ich nochmal kurz weg muss. Ich mache da jetzt einfach mal zwei Stück hin. Und wir gucken jetzt, wie wir das anstellen. Jetzt ist ja da vorne alles vergiftet, was wir gesehen haben. Ich habe überlegt, vielleicht schaffen wir es irgendwie, das ganze Ding so aufzubauen, dass ich nicht alles wegsprengen muss. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Ah, ist vielleicht blöd, wenn ich von da komme. Na, jetzt gucken wir mal. Entweder ich krieg's aufgebaut oder nicht. Was ist denn eigentlich das hier unten? Mist. Okay, das ist weiter raus, als ich es jetzt in Erinnerung hatte. Ah, ist die Frage, wie wir es jetzt anliefern. Das wird die erste Story. Ja gut, aber mit irgendwas müssen wir anfangen, ne? Gehen wir nochmal zu unserer rosanen Fabrik hinunter. Im Idealfall ohne, dass die uns hier abschöpfen. Ich könnte es natürlich einfach... Ich könnte es natürlich einfach hier rüberleiten. Und dann an den Dingern entlang, ne? Boah, Leute, das ist ein super Weg, ne? Das wird um einiges krasser, als ich es gedacht habe. Ich habe ja nur die Möglichkeit, jetzt einen Zug fahren lassen, ist irgendwie auch nicht so meins. Nö, wir liefern das jetzt hier hoch. Wir liefern das jetzt hier hoch. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gleich zur Base rüber müssen. Die eine, die werden wir ja irgendwann wahrscheinlich noch anzapfen. Ich nehme an, die werden wir früher oder später brauchen. Hinten kommen wir raus. Und hier wollen wir dann hoch. Was ist das für Geräusch? Ach. Wer ist denn der hier? Alter, die Mutter aller Spinnen, oder? Da gehe ich am besten jetzt mal noch nicht runter, Leute. Kann man nicht vorstellen, dass die so cool ist. Wir gehen mal rüber zur Fabrik. Junge, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ein Riesen-Alien. Zeit, sie auf passiv zu schalten vielleicht. So. Ey, wir machen uns da jetzt keinen Stress. Das ist ja auch nachher... Oh, die ist aber extrem nah. Ich glaube, wenn die mich mal richtig erwischt... Pass auf. Wir gehen einfach mal ins Fundament. Wir nehmen das größte Fundament, das wir haben. Und ich würde jetzt hier einfach mal... So, ne? Ich klicke den mal hier fest. Und dann werde ich das Ganze mal vertikal hier hochbringen. Auf die Spur. Hier werden wir es jetzt erstmal anliefern. Wir müssen es ja auch noch zusammentackern. Das heißt, im Moment läuft die ganze Geschichte so, so und so. Möglicherweise macht es Sinn, wenn wir das einfach rüberspiegeln. Nur statt Splitter Mercher verwenden, ne? Bämchen. Was kommt denn da jetzt insgesamt raus, wenn wir das so lassen? 37, 40, 80, 160, 300. Da muss ich schon die großen Bänder wieder nehmen, ne? Ja, dann machen wir doch das einfach mal. So, ich suche das jetzt mal hier rüber. Das tollste Wort dieses Jahr für mich, was Gameplay angeht, ist Supen. Supen und Summer Sloop finde ich eigentlich auch ziemlich geil. So, dann haben wir einmal die Geschichte hier. Dann machen wir das gleiche Spiel wie hier nochmal. Schalali, ich werde die natürlich dann einfärben, ne? Das wird dann schon passieren. So, und damit wir da einfach schon mal das Gefühl dafür kriegen, was denn hier draus werden wird. Bumm, bumm, bumm und Bümmchen. Nehmen wir hier wieder die 4. Packen sie hierher. Hätte ich eigentlich gar nicht so lange gebraucht, ne? Ich hätte es hier direkt ab... Ja, muss ich nochmal ändern. Das habe ich jetzt gar nicht geschnallt.
Das ist doch viel cooler, wenn wir es ja nicht ganz so groß machen. Lieber lassen wir hier eine schöne Fläche oder so, würde ich sagen. So. Das heißt, wir müssen jetzt dann hier mit einem Fahrstuhl hoch. Hier füge ich die zusammen und das sollte ja dann hier oben genauso klappen, ne? Ne, hier nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich immer gerne bereit bin, ein bisschen was vorzubereiten, aber im Moment schaffe ich es zeitlich einfach nicht. Deswegen auch solche Dinge jetzt heute einfach mal wieder zusammen. Ich nehme an, in ein paar Tagen wird es auch wieder ruhiger. Und dann können wir uns ein bisschen mehr auf Content konzentrieren. So, hier machen wir dann später auch zu, soweit klar. Wenn ich jetzt das Viererband hier nehme, ja, dann mache ich hier einmal die Gerade hin. Ich hätte es gerne mittig. Und ich ziehe es mal bis hierher. Mach es mal bis hierher. So, dann kann ich doch normalerweise jetzt hier wieder auf Merchen gehen. Denn, wie wir alle wissen, I'm a Merchant. Touch for the very first time. Okay, jetzt. Ich glaube, das ist mein Medizin. So, Entschuldigung. Ich bin wieder der Alte. So, pass auf, geht weiter. Ah. Junge, mach's was mit. So. Das heißt. Oh, jetzt habe ich ein bisschen schnell gehandelt, ne? Weil. Wie habe ich denn das da drüben gemacht? Drüben habe ich tatsächlich drei Stück benutzt, dann will ich sie hier auch benutzen. Auf jeden Fall. Ich kann zwar hier rein, ich komme aber, ich brauche einen mehr, komm. Mach da nicht rum. Spatzele, mache sie da nicht lang rum, habe sie gesagt. Ich ziehe den einmal bis hierher. Dachte ich gerade, ich werde beschossen, ne? Kann natürlich sein, dass ich wieder irgendwo einen kleinen Fehler drin habe, aber das werden wir dann. So. Ungültiger Förderbandtyp. Nee, das müsste doch normalerweise gehen, oder? Nochmal. Hier geht er rein. Hier kommt, muss ich es erst von da drin anschließen, dass er mir das gestattet. Upp. Und Kalupp. So, aber jetzt muss es normalerweise gehen, ne? Weil ich will ja. Ich überlege die ganze Zeit im Hinterkopf, wenn ich das jetzt alles. Was jetzt? Habe ich irgendwo. Jetzt läuft's. Wenn ich das alles anliefere, liefere ich ja zu viel an. Ich brauche drüben nicht das Ganze. Das heißt aber, dass wir das irgendwie drüben so machen müssen, dass unsere Quarzsandproduktion drüben, die wir mit in den Kreislauf reinfließen lassen, dass die priorisiert wird, ne? Oder ich takt wirklich die Maschine runter, wie wir es gestern überlegt hatten. Puh, muss ich gucken. Jetzt pass auf, jetzt machen wir das ganze Ding hier nämlich einfach wieder so. Ja? Eine, zwei und drei. Und dann sollte hier normalerweise einfach dieser Lift. Die Frage, ob ich es richtig habe, ne? Also hier tue ich mich manchmal ein bisschen schwer mit der Optik. Ja, die sind wieder so ein bisschen versetzt. Weißt du, was mich da, glaube ich, irritiert? Dass diese Anzeige nicht die Fenster als Maß der Dinge nimmt, sondern innen drin die Maschine, ne? So ein bisschen. Gut, so
So würde ich sagen, kann ich damit leben. Volle Quarzsandproduktion, Gebäude zumachen, kommt später. Wir müssten jetzt hier normalerweise alle in Bewegung versetzen können. Jetzt pass auf. Dann müssen wir... Soll man den Turm von hier gleich nach oben ziehen? Oder soll man da hinten eine kleine Brücke reinmachen? Ich glaube, mir wird es reichen, wenn wir einen Turm machen. Ich glaube, mir wird es reichen, wenn wir einfach einen Turm machen. So, ich guck mal, ob ich von hier irgendwie absehen kann, auf welche Höhe ich muss. Am besten wäre es, ich gehe einfach hoch, ne? Das kostet leider nochmal. Haben wir genug Stangen? Gönne ich mir jetzt einfach. Ich habe das Gefühl, dass wir da oben wahrscheinlich auch im Ding landen werden, ne? Hm? Sind wir schon? Ja, das ist hier auch. Scheiße. Ja, ich bin doch schon weg. Ja, das hat halt eine Ausstrahlung. Wir hatten doch aber eigentlich auch... Haben wir nicht einen Schutzanzug gehabt? Warte mal, bei O. Wahrscheinlich habe ich den noch nicht freigeschaltet, ne? Ja, ich nehme an, den habe ich noch nicht freigeschaltet. Also die Leiter ist unnötig. Ich kann den Fahrstuhl da hochbringen. Geht ein Fahrstuhl eigentlich in die Unendlichkeit? Wir probieren es. Nee. Ich pack's mal hier hin. Ist das jetzt das Maximum? Was er kann. Weil da müsste ich tatsächlich doch hier reinfahren, ne? Oder lag es dran, dass ich kein Matz hat? Ja, aber gut, wenn ich das von da oben jetzt gleich weiter anzeichne, müssten wir das theoretisch hinkriegen, ne? Ich habe bloß Panik jetzt, dass die Spinne da mich sieht, ne? Und wenn wir den auch noch wegmachen, den hier... hier hinpacken. Ich gehe so hoch. Wenn sie mich sieht, habe ich halt Pech gehabt. Irgendwann müssen wir die machen, ne? Weißt du, wenn man schon die Möglichkeit hat, in einem Spiel so tolles Bausystem... Alter. Da tue ich mich auch manchmal schwer. Okay, vielleicht kann man hier nicht drauf landen, wie ich das will. So, pass auf, hier setzen wir noch eine Deckele drauf. So, und dann gucke ich mal, dass ich jetzt da hochkomme. Dann könnte man es da entlang führen. Hier und irgendwie werden wir dann schon da oben landen, denke ich mal. Wir müssen jetzt natürlich nur kurz gucken, ob da wieder Gift ist oder was das auch immer ist da, dieses... Mach das mal zu. So. Mist, ich müsste schon da hoch, ne? Ich sehe im Moment keine Feinde. Tu mir mal einen Gefallen. Zieh dir die mal rüber. Ich habe noch keine neue gebaut. Im Moment sehe ich nichts Tiertechnisches. So, pass auf. Darf ich von hier oder bin ich zu weit weg? Guck mal, von hier dürfte ich, ne? Ich habe mir schon überlegt, den Schweberucksack vielleicht doch früher freizuschalten, aber irgendwie will ich nicht.
Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, aber ich sag dir jetzt mal, wie es ist. Wir freuen uns dann nachher trotzdem über den Rucksack, ne? So, dann gehen wir hier vertikal. Einfach mal bis hierher. Wo bin ich denn hier, wenn ich so mache? Wenn ich da drauf könnte, wäre es cool, aber das weiß ich nicht sicher, ob das geht. Ne? Wir probieren das jetzt heute einfach mal von Weitem. Ich überlege gerade. Ist es richtig? Geht nach links, ne? So. Ja, ich will jetzt da nicht irgendwas präparieren. Ich habe auch keinen Bock, so viele Sprengungen zu machen. Wenn es irgendwie geht. Eigentlich, wenn ich mir überlege später, dass meine ganze Produktion... Wieso geht es nicht, wenn ich sage umgekehrt? Okay, ich muss erst da unten ziehen, ne? Wenn später die Produktion hier durch so giftgelagertes Ding geht, ist doch gar nicht so verkehrt, oder? Komm, bis hierher darf ich, dann mache ich es mal von hier. Ist es ungefähr? Wenn wir meinen Glamaz holen müssen. Scheiße. Ich hab gedacht, das reicht. Aber jetzt dürfte es doch so rumgehen, oder? Standard? Der ist falsch rum. Dann ist das Band hier falsch rum. Was ein Gewackel. Machen wir es doch einfach so. Guck mal, sogar das Licht. Ja, dann ist es halt so ein bisschen, was soll's. Cool, da kommt unser Quatsch dann angeschossen, ne? Okay, Leute, den Teil haben wir. Dann würde es weitergehen hier hoch. Erstmal. Hier ist zwar auch vergiftet. Aber... Ich sehe keine Viecher. Wir könnten versuchen. Jetzt höre ich aber eins. Lass gucken. Das Problem ist, wir müssen noch viel weiter, ne? Wenn ich... Ja, da oben laufen welche. Wenn ich hier rangehe... Wenn ich hier rangehe, ist blöd, ne? Warte mal, wir gucken mal kurz, wo unsere Brexit-Ding ist. Weil das kostet halt auch Zeit. Hier ist es. Sieht jemand? Ja, aber gut, ich muss eigentlich da hindere. Das heißt, ich fahre erstmal über die Dings, wo die Viecher sind. Oder ich fahre hier einfach schon mal rein. Ich fahre, glaube ich, hier hinten rein, Leute, in den Wald. Waren da die Spinnentiere? Mach mal die Zweier. Na blöd, hätte ich nicht machen sollen. Ich mache das in die Richtung. Ne? In die Richtung und dann richte ich mich hier irgendwo gleich geradeaus. Mal wie die Stöcke funkeln. Dass ich da irgendwo ums Eck komme da hinten. Dann mache ich zwar einen Umweg, aber ich muss hier nicht unbedingt durch. Ich könnte natürlich auch mit Türmen schaffen, aber wir probieren es. Eigentlich macht es voll Laune, diese Anlieferung quer durchs Land, ne? Jetzt, wo man ein bisschen mehr Ahnung hat vom Spiel.
was man machen kann. Vor allem die Fahrstühle sind halt echt eine Wucht. Zack, sind sie schon da. So. Also, hier müssen wir rüber. Das heißt, ich ziehe unser Band von hier einfach mal hier so rüber. Dann gehen wir da hinten am Felsen entlang. Das heißt aber auch, ich muss jetzt hier hoch, ne? Mit einem weiteren. Machen wir so. Machen wir so. Ich will nur gucken, dass ich im Gelände... Gut, da hätte ich einen Zweier nehmen können. Hier, guck mal, da fahren wir jetzt wunderschön dieses Ding entlang. Ja, ich muss gleich mal's holen. Was? Ein Spieler ist im Weg? Aber so wie ich da jetzt stand, geht's doch. Ah, ich bin nicht in der Mitte. Ich bin nicht in der Mitte. Ich wollte das gerne in der Mitte weiterverfahren. Mach's alles einmal weg. Was baust denn du da gerade alles ab? Das Stückchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe da hinten... Habe ich jetzt Strom abgebaut? Ein Strommast? Oder ist er noch da? Hier habe ich auf jeden Fall schon mal irgendwas weggezogen, was ihr nicht wegziehen wollt. So, die Mitte wäre... Hier. Und dann von hier bis hier. Solange sie laufen, ist ja gut, ne? Aber wir müssen nachher gucken, dass ich was abgebaut habe, was ich nicht wollte. So, die Stelle ist da. Das heißt, wir gehen hier nochmal eine Rampe runter. Und dann nehmen wir uns das Einser. Auch hier nochmal ein bisschen weiter vor. Ich glaube, wir gehen da wirklich einfach rum, Leute. So, ne? Machen wir noch zwei hin. Müssen wir halt später dann unterfüttern, dass es nach was aussieht. Und dann würde ich erstmal hier vorgehen. Wo ist er? Mist. Hallo? Der ist jetzt nicht so leicht davon zu überzeugen, dass er hier runterhüpfen soll, ne? Ja, jetzt aber. Weil er schießen kann. Wie kriege ich den jetzt dazu, dass er hier runterhüpft? Er ist nämlich noch da. Ah ne, sie sind zu zweit jetzt. Sollten die nicht in Sicht laufen jetzt? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Oh, hier ist auch was. Ich glaube, die hängen jetzt beide unten rum, Leute. Wir probieren einfach unser Glück.
Haben wir genug Mats? Cool. Hier müssen wir halt eine Brücke draus bauen, ne? Sag mal, ich sehe meine Maschinen nicht, ne? Eine Schnecke. Übrigens, da hinten liegt auch irgendwo... Irgendwo habe ich einen Orb gesehen, den wir einsammeln können. Oh, nö, die habe ich vergessen. Ist einfach eine kritische Scheiße hier mit den Viechern. Ja. Sag mal, ist das auch so ein großes? Ja, das eine ist ein großes, das hier. Ist gut was los hier unten, mein lieber Mann. Hier oben. So. Kurzer Moment. Der Babes guckt aber geschwind, dass er ein bisschen was futtert. Ne, hier hinten ist die Maschine und hier ist unser Dingelchen. Mist, ein bisschen mehr hätte ich gebraucht. Ich ziehe das jetzt einfach hier rüber und fertig. Sind die noch da unten? Ja, ich muss aufpassen jetzt mit dem Leben, ne? Sonst ist es vorbei. Denk dran, da hinten ist wieder... Ach Mist, ich dachte, ich komme hin. Ich habe mal so gar keinen Bock gehabt. Wo ist meine Waffe? Mist, jetzt hänge ich da im Ding. Boah, Alter, ist ja die Hölle los hier. Nicht sterben jetzt. Gut, pass mal auf, wir holen uns jetzt erstmal Material zu Hause. Ja, dann soll die sich ein bisschen beruhigen. Und bis dahin habe ich dann... Machen wir das Ding dann fertig. So, ich gehe kurz Material holen und wir sehen uns gleich wieder hier oben. Ich habe uns gleich mal ein bisschen Futter besorgt und auch in der Werkstatt diese Dinger hergestellt, diese Inkubatoren oder was das sind, wo du dein Leben einmal auffüllen kannst. Weißt du, aus den 5 Nüssen und diesen komischen, wo aussehen wie die alten Fischbüchsen. Da habe ich uns jetzt gleich mal, glaube ich, 2 oder 3 Stück hergestellt. Frau Alderle lernt dazu. Hier habe ich immer voll Angst, dass es nicht reicht. Ja, ja, hallo, servus, Mahlzeit. So, da wäre doch, das sind die natürlich wahrscheinlich wieder an Ort und Stelle hier, ne? Aber ist egal. So, mal gucken, ob ich das hinkriege, dass ich jetzt hier so rüber, ja. Hier ist die Maschine. Da hinten war das. Hier will ich, dass es weitergeht. Da unten sind die Spinnen. Wieso kann man eigentlich hier nicht so draufstehen? Egal. Hier ist alles vergiftet. Unten sind die Spinnen. Ich könnte mir... Die sind nicht so hoch wie die Dingstürme, ne? Wo ist denn... Ich suche diesen Dingsturm, Leute. Diesen Aussichtsturm. Wo ist denn der? Den haben wir schon ewig nicht mehr gebaut, ne? Hochspannungsmast will ich nicht. Bei Logistik war er auch nicht. Bei Organisation war er dann. Hm. Ich tast mich da mal langsam ran. Ich denke mal, hier komm mal hin, oder? Hallo. Siehst du? Der Alterle. Wie gesagt, das hier wird ja dann eine Brücke, ne? Wir machen es mal so weit, wie wir kommen, darüber einfach. Dient hauptsächlich dem Ding. Wir können aber auch Säulen machen. Wir können eigentlich auch Säulen machen. Da müssen wir halt mal irgendwann... irgendwann müssen wir halt mal dann, ne? Das auch machen. Wobei ich das dumme Gefühl habe, ich bin hier nicht mehr so oft. Was wiederum bedeutet, das wird wahrscheinlich das Letzte sein, was ich schön mache hier.
Einmal hier rein. Hier kommt unser Quarz dann dazu, ne? Da steht jetzt noch die Sink, aber die geht ja dann weg. Also können wir noch ein bisschen rüber. Ich würde das gerne einmal... Wo ist denn das? Welches? Ich nehme an, die zwei hier sind's. Also einmal der und der, dass wir da runter müssen dann. So, Leute. Da können wir jetzt eigentlich das Band holen. Gucken wir mal, ob wir es auch wirklich können. Ey, wenn wir dann nachher hier einfach so Säulen hinbauen, wo das draufsteht, dann ist das okay. Dann sieht es gut aus. Wenn wir das hier so lassen, finde ich es scheiße. Da ist nur ein Strauch. Ja gut, ich dachte, dass wir heute vielleicht schon zum Kupfer kommen, aber dann knüppeln wir halt morgen alles zusammen. Dann erreichen wir heute wahrscheinlich dann jetzt das Barrenziel, wenn ich das richtig sehe. Und morgen dann das Plattenziel und den Schweberucksack. Das wäre dann so das kleine, dass wir den Milestone morgen gemeinsam abschließen. Da hätte ich schon Bock drauf. So, wie weit ziehen wir dich denn? Schon mal bis zum Baum auf jeden Fall. Den werde ich halt wahrscheinlich wegmachen müssen, wegen Schönheit und so. Oder wir fahren einfach durch den Baum hindurch. Ist uns ja nicht so problematisch, war das noch nie. So, pass auf. Das setzen wir so bis hier hin. Und dann würde ich sie einfach mal bis hier durchziehen. So, le. Jetzt pass auf, wenn ich jetzt die Sink abbaue, steht die Maschine, gell? Bringt ja nichts. Steht's halt, würde ich mal sagen. So, wir müssen hier runter. Mittig am liebsten. Gut, da hätte ich das auch anders machen können. Ich wollte schon wieder einen Merger oder irgendwas dran setzen, aber das müssen wir jetzt wirklich nicht. Ich nehme an, hier mittig. Produktion, Fahrstuhl, ist der Hammer, dass wir das Quarz jetzt hier runtergeschleift haben, oder? Okay, bitte einmal die Kettensäge. Siehst du, die Dinge habe ich gemeint, die habe ich uns jetzt mal gebaut. Dass wir dann in Zukunft halt einfach das Leben geschwind wieder hochknallen können. So, jetzt brauche ich, das hätte ich gleich machen sollen, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ah, hier habe ich das hin. Ja, aber hier wäre es ja falsch gewesen, ne? Wenn, dann hier. Ich will das dann schon, dass es hier mittig reinkommt. Und zwar machen wir es mal auf eine Zweierhöhe. Oder hätte man den Fahrstuhl nicht ganz so hoch machen müssen, denke ich mal, aber... Guck dir das mal an. Wenn ich es im Augenmaß probiere, ne, dann wäre es jetzt wieder krumm. Jetzt geht's. Ich überlege gerade, wenn wir das jetzt einmal... Wo gehe ich denn da rein? Hier gehe ich rein. Das heißt, ich setze den hier auf eine Zweierhöhe. Und wird das Band reichen? Ich weiß noch nicht genau, ob ich es dann nachher so lasse, aber ich probiere es mal, wenn ich den hier mittig hinballer. Warte. Auf eine Zweierhöhe. Ey, Wahnsinn, wir produzieren heute Aluminiumbarren. Ich war nicht sicher, weil ich so wenig Vorbereitungszeit habe, gerade ob wir es trotzdem hinkriegen, aber...
Sieht so aus, als ob es läuft, ne? Reicht das? Band ist zu lang. Gut, dann mache ich noch eine Zwischenetage. Was haben wir? Machen wir hier eine Zwischenetage rein. Und zwar mittig war die Geschichte, gell? Ist hier eine andere Mitte? Ne, es irritiert nur. Ja, ich glaube, da bin ich zu nah dran. Mist. Gut, aber das kriegen wir dann jetzt auch noch gebacken. Mist. Ein paar Mal mischt und schon ist nix. Ja. Gut. Quarz kommt. Achso, wir haben ja auch noch den Quarz, den wir hier. Der muss ja dann auch noch aufs Band, ne? Ich mach das einfach mit einer genauen Abmessung. So, jetzt haben wir das nächste Problemchen. Da bin ich doch arg dran gerade, ne? Ich glaube nicht, dass das einfach so geht. Ich brauche einen Splitter. Ich kann den Splitter aufs Band setzen. Ich kann ihn wahrscheinlich aber auch auf den Fahrstuhl. Hätte man den Splitter aufs Ding und dann das Band rüber? Weil ich glaube, so wird es nichts, ne? Ich glaube, so wird es nichts. Wenn nicht, dann setze ich es rüber. Also es ist im Fahrstuhl drin, aber wenn wir gucken wollen, ich glaube, der Fahrstuhl sitzt nicht auf der Maschine. Ne? Ich kann natürlich auch die Maschinen weiter rüberziehen oder wir probieren mal, ob das so geklappt hätte. Einfach mal einen Test. Nee, so funktioniert es nicht. Gut, ist nicht schlimm. Das Beste wird sein, ich mache so, wie ich es gerade überlegt habe. So rüber, ne? Und das Band einfach weiter raus und dann kann ich das schön miteinander verknüpfen. Oder, das probieren wir jetzt als allererstes. Ich muss dann da drüben halt einmal umdenken. Machen wir erstmal kurz das Band weg. So, wenn das klappt mit den Splittern hier aufs Band direkt, dann kann ich einmal hier rein splitten. Hier, hier und hier. Die Frage ist jetzt, wie kriege ich die Geschichte hier drauf? Pass mal auf, wenn ich von hier... Ich müsste entschuldigen, da habe ich einfach manchmal das Maß nicht. Nochmal. Warte mal. Doch, das ist schon richtig. So. So. Und so. Ich splitter dann praktisch von hier erstmal auf alle Splitter. Ja, aber das so sieht es ja dann wirklich noch am saubersten aus, ne? So, dann muss ich es jetzt nur noch vorne anschließen. Also dann sieht es aber wirklich so am saubersten aus, dass ich das nicht schon die ganze Zeit mache. Weil die hier brauchen wir dann so nicht mehr. Was wir brauchen, wäre dann vom Fahrstuhl... Komm, wir machen es schön, Leute. Nehmen wir uns die Zeit kurz. Habe ich am meisten Bock gerade drauf. Wir kriegen das heute fertig. Ich nehme an, ja, dass wir einfach eine rausfahren müssen hier. Das heißt, der kommt weg. Und dann docken wir hier praktisch an. Ich sag so. So, ne?
In dem Biom bauen macht viel mehr Spaß, als ich mir gedacht habe. Wo ist der Fahrstuhl? Ich werde ihn weiter rüber muss, glaube ich. Es sei denn, mich täuscht zu da, aber das werden wir gleich sehen. Das wäre dann halt wieder was, wo man dann irgendwann mal. Ja, hätten noch weiter rüber muss. So Leute, jetzt will ich aber eins noch vorher machen. In dem Moment, wo ich es jetzt hier dran docke, ne, geht es überall rein. Das heißt, ich verstecke mal noch einen MK2-Mast irgendwo. Und an den Mast schließe ich es jetzt dann gleich an. Außer den hier, ne, den habe ich ja schon angeschlossen. Ich möchte die gerne von dem ableiten auf alles. So, wenn ich den jetzt anschließe, geht's los. Jetzt habe ich hier allerdings noch die Produktion unseres Quarzsands. Und den muss ich ja jetzt hier noch draufbringen auf die Maschine. Das heißt, den merge ich jetzt hier hoch. So geht. Warum nicht? 100 kommen da raus, gell? Ist egal, ich nehme trotzdem. So Leute, unser Quarzsand, der geht jetzt einfach mit hier aufs Band. Ich weiß nicht, ob es so geil ist. Ich weiß nicht, ob es so geil ist, dass ich ihn hier andocke und er nur zwei Maschinen beliefert, ne? Ja, guck mal, wir brauchen 150 Quarzsand für zwei Maschinen. 100 liefere ich von da und der Rest kommt von drüben, ne? Maschinen sind angeschlossen. Also, probieren wir unser Glück. Und da wir es drüben genau eingestellt haben, dürfte das jetzt normalerweise laufen. Ah, nee, oder? Ich sag's dir. Das traue ich dem hier nicht. So, Leute. Ich baller's zusammen. Strom? Ah ja, richtig. Da war ja noch was. Und die gehen alle los. Hab ich vergessen. Hatte ich vergessen, dass wir das auf der Sink hatten. Den kann man ja mal lassen, falls ich es nochmal umklemmen muss. So, jetzt. Jetzt laufen die Maschinen halt genau so lange, wie wir nichts abnehmen. Also so, sobald die voll sind, ist vorbei, ne? So, Quarzsand kommt auf jeden Fall rein genug. Behaupte ich mal. Es sieht aus, als würde überall angeliefert. Wir machen Aluminiumbarren, Leute. Wir machen's, wir tun's. Wir sind dabei. Und damit wir sehen, ob die Maschine rund läuft, wäre es natürlich geil, wenn wir die Sink wieder aufstellen. Oh, wie der Quarzsand da runtergeschossen kommt, ne? Das machen wir hier wieder weg, wenn wir dann. Ja, dann baue ich jetzt hier die Sink wieder auf. Dann baue ich hier die Sink jetzt wieder auf, Leute. Hier ist ja der Raus, Ausgang, ne? Pass auf.
Ah, das wäre doch geil, dann hätte man das tatsächlich. Und dann kann die Maschine zeigen, ob sie rund läuft, ne? So, das hier liegt schon mal an. Hallo? Liegt das jetzt an dem Baum oder was? Weg. Nimm das Ding wieder, dass es nicht zu laut ist. Wir wollen fusionieren. Von hier, ne? Einmal hier. Tue ich mich aber schwer. Sind sie alle da? Ja. Bisschen nehmen wir hier drauf. Hier drauf. Und hier drauf. Wir haben eine Aluminium von 240 ist unser Ziel, ne? Den auch noch weg. Also bis ich das, wir müssen ja jetzt dann weitermachen. Wir müssen jetzt dann zum Kupfer. Das machen wir morgen. Das soll die Platten herstellen. Und bis es soweit ist, können wir ja mal gucken, ob die Maschine rund läuft, indem ich einfach den Schredder vorübergehend hier wieder aufbaue. Weil wir haben ja nichts, was ich für ewig verbrauchen will oder sowas. Ne? So, dann brauche ich hier einfach nur nochmal Strömsche. Aluminium flitzt rein. Hier stockt es im Moment. Warum stockt es jetzt hier? 240 kann ja unser Band, ne? Und ich habe überall Vierer genommen. Jetzt warten wir mal ab, wie sich das eingependelt hat. Weil hier steht es tatsächlich komplett, ne? Die Maschine vorne, die schluckt doch mehr als das, was wir produzieren in der Minute, ne? Ich will mal kurz reingucken. Wo stand's mal? Hier kommt nichts mehr nach. Ah doch. Jetzt kommt's langsam. Jetzt haben wir die Maschine leer. Die wird wahrscheinlich jetzt demnächst auch leer geschöpft. Ich kann das ja mal rausnehmen, damit es schon ein bisschen schneller geht hier. Zack, nehmen wir die auch raus. Dann nehmen wir die auch raus. So, und dann lassen wir das jetzt mal laufen. Ich bin mal gespannt, ob das, naja, uhrwerkmäßig, weiß ich nicht. Jetzt, ne? Drüben hat es kurz nochmal unterbrochen. So, Leute. Das haben wir. Dann sehen wir uns morgen wieder. Wir bleiben am Thema dran. Ich nehme an, dass morgen, dass wir die Kupferstelle erreichen, dass wir hier Aluminium abzweigen zur Kupferstelle bringen. Die Kupferstelle habe ich euch schon gezeigt, die ich nehmen will. Die ist irgendwo hier. Damit sind wir dann auch auf dem Weg von hier rüber Richtung Heimat. Vielleicht können wir später hier einen Zug das Alu holen lassen, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall brauchen wir Kupfer. Dann können wir die Dinger herstellen, automatisiert. Und dann geht es zum nächsten Projekt. Und wir gucken mal, ob das hier läuft. Also der Quarzsand hier, der stockt auch, ne? Da muss ich vielleicht noch mal kurz rüber gucken, ob ich die Maschinen drüben richtig eingestellt habe am Quarz. Das mache ich jetzt noch und dann sage ich euch morgen Bescheid. Da freue ich mich auf euch. Bis dann.